hat mich das Zeitalter der großen Entdeckungen fasziniert. Oft überkam mich das Gefühl, zu spät geboren worden zu sein. Was war mein Leben doch langweilig, zumindest wenn man es mit den Abenteuern von damals vergleicht. Die Männer fuhren einfach auf das Meer hinaus und schon konnten sie kühn in unbekannte Weiten segeln. Ich war von den abenteuerlichen Geschichten von Kolumbus, Magellan und den vielen anderen einfach fasziniert. Was hatten sie doch für ein Glück, konnten fremde Ozeane und ferne Länder sehen. Sie erschienen mir als Helden. Schon damals gab es einen, der mich besonders beeindruckte. Vielleicht hatte es mit seinem Namen zu tun, der so recht zu einem Entdecker passt: Vasco da Gama. Allein der Klang beschwört exotische Bilder herauf. Vielleicht habe ich ihn so bewundert, weil er den Seeweg nach Indien fand und damit Orient und Abendland verband. Bevor er seine Heimat verließ, verbrachte Vasco da Gama die ganze Nacht in einer kleinen Kapelle, um für eine sichere Reise zu beten. Die Menschen erzählten sich, dass ihm seine Gottesfürchtigkeit nicht helfen würde. Ist nicht jeder beliebige Tod auf dem Festland besser, als so fern der Heimat vom Meer verschlungen zu werden, schrieb ein Zeitgenosse. Nur wenige glaubten, dass Vasco da Gama und seine Männer zurückkehren würden. Man sah sie als Opfer von Portugals törichter Jagd nach Reichtum und Ehre. Als in Lissabon der Morgen dämmerte, brach die Mannschaft zu einer Reise auf, von der selbst noch nach Jahrhunderten die ganze Welt sprechen sollte. Vasco da Gama würde es heute schwer haben, den Ausgangspunkt seiner Reise wiederzufinden. Dort, wo einst der Teju floss, verläuft heute eine Hauptverkehrsader. Auch die kleine Kapelle, in der er betete, gibt es längst nicht mehr. Keines der repräsentativen Gebäude hier hat damals schon gestanden, denn dieser Stadtteil Lissabons war nur ein unbedeutender Fischerort. Die Veränderungen sind gewaltig. Zu Vasco da Gamas Zeit zählte Portugal nicht viel mehr als 1 Million Einwohner. Und trotzdem brachte dieses kleine Land die tüchtigsten Seefahrer hervor. Sie entdeckten nicht nur den lang gesuchten Seeweg nach Indien, sondern leiteten in Europa das Zeitalter der Entdeckungen ein, den Aufbruch ins Unbekannte. In Lissabon ist diese große Vergangenheit immer noch zu spüren. Der Terreiro do Paco ist ein traditioneller Treffpunkt, vielleicht schon seit 1000 Jahren. Dahinter die Praça Figueiras. Auf diesem Platz stand einst die erste Siedlung auf dem Boden der Hauptstadt. Über allem thront das Castel São Jorge. Von hier hat man die beste Aussicht auf Portugals Metropole und den Tejo. Die Lebensader Lissabons. Direkt zu Füßen der Burg liegt die Alfama, Lissabons ältestes Viertel. So scheint es, ist die Vergangenheit lebendig. Es ist nicht nur die Kulisse der Altstadt, die vergangene Zeiten heraufbeschwört, es sind auch die Gesichter. Gesichter von gelassenen Menschen, die sich von der Hektik der Moderne nicht anstecken lassen. Sie strahlen Gleichmut aus, man nimmt sich Zeit für ein Gespräch und hat Muße zum stillen Nachdenken. Vielleicht ist es diese Besonnenheit der Portugiesen, die sie zu Entdeckern und Seefahrern werden ließ.
herauszufinden, warum es gerade portugiesische Kapitäne waren, die Seewege fanden und in ferne Länder vorstießen, müssen wir uns auf die Spur der Entdecker begeben, müssen mit eigenen Augen sehen, was sie sahen. Nur so ist es möglich, Zusammenhänge zu begreifen. Eine lange Reise liegt vor uns. Sie beginnt an Bord einer Flussfähre, die uns zum Bahnhof für die Züge in den Süden bringt. Auch wir spüren schon auf dem Teju den mächtigen Drang, auf das weite Meer hinauszufahren, ferne Länder und fremde Kulturen zu entdecken. Mut und Ehrgeiz, die Nähe zum Meer, alles Voraussetzungen, die den Erfolg der Portugiesen erklären. Doch so einfach kann man es sich nicht machen. Auch das Klima und die geopolitische Lage haben in der Entwicklung der Seefahrt eine Rolle gespielt. Portugal ist sehr trocken. Deshalb konnte das Land seine Bevölkerung nur sehr schlecht aus eigener Kraft ernähren. Diese Bedingungen zwangen die Menschen, sich anderswo zu versorgen. Doch die Portugiesen hatten keine große Wahl. Im Norden und Osten liegt Spanien, ein starker Nachbar, mit dem man besser keinen Streit anfing. Die Zukunft Portugals lag also jenseits des Meeres. Die erste Etappe unserer Reise endet in Algeciras. Diese Stadt in der Nähe des britischen Gibraltar hat den südlichsten Hafen Spaniens. Das macht ihn zu einem der geschäftigsten Orte im ganzen Land, denn hier werden die meisten Lkw verladen, die auf dem Weg nach Nordafrika sind. Tag für Tag warten Hunderte von Truckern auf ihre Passage nach Tanger. Wir aber wollen in eine Stadt, die direkt auf der anderen Seite der Meerenge liegt. Die Ceuta ist eine der Fähren, die regelmäßig zwischen der gleichnamigen Stadt und Algeciras verkehren. Jeden Morgen um 10 läuft das Schiff für seine Reise über die Straße von Gibraltar aus. Obwohl es nur ein kurzer Weg zwischen Europa und Nordafrika ist, trennt er immer noch Welten, die christliche von der islamischen. Anfang des 15. Jahrhunderts war das Verhältnis dieser beiden Kulturen so angespannt, dass der kleinste Vorfall einen Krieg auslösen konnte. In Europa galt es zudem als Schande des Abendlandes, dass die Mauren noch weite Teile Spaniens besetzt hielten. Als in Portugal mit Johann I. die Dynastie der Avis an die Macht kam und mit den Engländern einen Beistandspakt schloss, begann sich das Kräfteverhältnis zu Ungunsten der Mauren zu ändern. Im Sommer 1415 schickte der König eine mächtige Kriegsflotte, um die Hafenstadt Ceuta zu erobern. Die Gründe für den Überfall waren vielfältig. Es war eine Mischung aus wirtschaftlichen Interessen, religiösem Eifer und dem Wunsch, durch den Kampf gegen die Ungläubigen Ruhm und Ehre zu erlangen. Das waghalsige Unternehmen zahlte sich aus. Am 21. August 1415, nach nur einem Tag Gegenwehr, war die Stadt in portugiesischer Hand. Mit der Eroberung dieses Handelszentrums hatte Portugal die erste Schlacht gegen die Mauren auf afrikanischem Boden gewonnen und zudem den Grundstein für sein Kolonialreich gelegt. Auch heute ist Ceuta immer noch in europäischer Hand, allerdings in spanischer. Die hatten es 1580 an sich gerissen. Obwohl die meisten Bewohner Araber sind, hat die Stadt spanisches Flair. Reste aus Ceutas islamischen Tagen sind nur in Hafennähe zu finden. So ist die Kathedrale auf den Ruinen einer Moschee gebaut. Nicht weit davon entfernt stehen die Wehranlagen, die die Stadt vor den feindlichen Arabern schützen sollten. Was damals geschah, kann man in alten Chroniken nachlesen. Es existieren nur sehr wenige Berichte über die Eroberung Ceutas, denn es gab zu jener Zeit nur wenige Archive in Portugal. Zudem waren die Vorbereitungen dieses Vorstoßes nach Afrika streng geheim. Und so kamen einfach keine Informationen an die Öffentlichkeit. Trotz dieser Schwierigkeiten gab es einen berühmten Chronisten, der über den Sieg berichtete. Sein Name ist Gomes Yanes Zurara. Im Stadtarchiv von Ceuta liegt eine handgeschriebene Kopie von Zuraras Bericht. Keiner kennt die historischen Aufzeichnungen besser als Alberto Baeza. Aquí tenemos la crónica de Don Pedro de Meneses.
Dies sind die Aufzeichnungen von Don Pedro de Meneses. Er wurde von König Johann I. zum ersten Gouverneur von Ceuta ernannt. Die Chronik ist sehr bedeutend, denn sie gibt eine Vorstellung davon, wie sich das tägliche Leben in den ersten 30 Jahren abspielte. Sie beschreibt zahlreiche Ereignisse und gibt einen ausgezeichneten Überblick über das, was hier geschah. Zurallas Aufzeichnungen sind mehr als nur ein Bericht über die Eroberung von Ceuta. Er stellte die Schlacht in einen historischen Zusammenhang. Es waren vor allem religiöse Gründe, die zur Eroberung Ceutas führten, denn die Stadt wurde von Ungläubigen regiert. Nachdem man vom Wohlstand dort erfahren hatte und begriff, welches wirtschaftliche Potenzial Afrika bot, spielten aber auch ökonomische Motive eine Rolle. Zurallas Leistung besteht darin, genau das erkannt zu haben. Er war auch der Erste, der die Bedeutung dieses Ereignisses für die späteren Vorstöße nach Übersee begriff. Gomes-Ianes Zurara erkannte in der Eroberung Ceutas den Beginn der Weltmachtpolitik Portugals. Denn die kleine, reiche Enklave im Norden Afrikas weckte Begehrlichkeiten auf die Reichtümer des schwarzen Kontinents. Da kam es nur recht, dass große Gebiete von den heidnischen Mauren kontrolliert wurden. Denn so verbanden sich religiöse Eiferer, habgierige Kaufleute und die Krone mit ihren Weltmachtgelüsten zu einer schlagkräftigen Koalition. Dieses historische Gemälde ist ein Stimmungsbild der damaligen Aufbruchszeit. Es zeigt zuversichtliche Menschen ohne Selbstzweifel, Menschen, die an ihre Bestimmung glaubten. Ein Schnappschuss einer Gesellschaft an der Schwelle eines neuen, großartigen Zeitalters. Rund um den heiligen Vincent, Schutzpatron Portugals, hat der Maler Kaufleute und Geistliche, Edelmänner und Bürger gruppiert. Direkt an seiner Linken ist der Mann zu sehen, der den Aufbruch ins Unbekannte vorantrieb. Prinz Heinrich, der jüngste Sohn König Johann I. Zurara beschreibt den Prinzen als wissbegierig, als jemanden, der den sehnlichsten Wunsch hatte, die fremden Länder hinter dem Horizont kennenzulernen und sich nicht mit den alten Überlieferungen zufrieden geben wollte. Doch es war am Anfang gar nicht so leicht für ihn, Verbündete zu finden. Denn an der afrikanischen Küste gibt es das gefürchtete Cap Bojador, das damals als unpassierbar galt. In seinem letzten und wichtigsten Bericht erzählt Zurara, wie schwierig es für Prinz Heinrich und seine Männer war, dieses große Hindernis zu überwinden. Der Prinz rüstete Schiffe aus und heuerte erfahrene Seeleute an. Doch bei keiner der zahlreichen Expeditionen war ein Kapitän darunter, der es wagte, das Kap von Bojador zu passieren, um das unbekannte Land dahinter kennenzulernen. Um gerecht zu bleiben, das war nicht etwa Feigheit oder Mangel an gutem Willen. Doch die Legenden und Gerüchte über das Kap, die über Generationen von Seefahrern weitergegeben worden waren, hatten in der Vorstellungskraft der Menschen einfach Grenzen gesetzt. Dürfen wir es überhaupt wagen, die Linie zu überschreiten, die durch die Weisheit unserer Vorfahren gezogen wurde, fragten die Männer. Welches Interesse kann der Prinz an der Verdammnis unserer Seelen haben? Sollen wir denn zu willfährigen Selbstmördern werden? Die meisten Mannschaften sahen keine Aussicht auf Ruhm und Profit in dem Himmelfahrtskommando und gaben auf. Eins ist doch klar, meinten die Seeleute, hinter diesem Kap lebt keine menschliche Rasse, noch gibt es überhaupt einen Lebensraum. Denn das Land ist dort genauso trocken wie die libysche Wüste. Und das Meer ist extrem flach. Selbst eine Meile vor der Küste wird es nicht tiefer als einen Faden. Dabei sind die Strömungen so gewaltig, dass kein Schiff zurückkehren kann, wenn es einmal das Kap passiert hat. Doch nicht alle Kapitäne des Prinzen waren so mut- und fantasielos. Einige nahmen Kurs nach Westen, ein Versuch, die gefürchteten Untiefen zu umschiffen. In diesen Gewässern kreuzt heutzutage die Kreula. Einer der letzten großen Schoner ist heute ein Schulschiff der portugiesischen Marine. Es ist oft zwischen Lissabon und Madeira unterwegs, eine Reise, die bei gutem Wind nicht länger als 3 oder 4 Tage dauert. Man weiß immer noch nicht genau, warum sie zuerst hierher kamen, doch es gibt Vermutungen. Zum einen existierten Legenden von geheimnisvollen Inseln im Atlantik. Außerdem war da die Angst.
Die Mannschaften fürchteten sich, am Kap Bojador vorbeizusegeln. Drittens herrschen nordöstliche Winde vor Afrika, die manchmal sehr stark werden können. Es könnte also auch die Befürchtung gewesen sein, an die Küste gedrückt zu werden. Außerdem, in einem so kleinen Boot mit nur einem Rahsegel bestimmt der Wind den Kurs. Und so landeten sie zufällig in Porto Santo auf Madeira. Obwohl die Männer des Prinzen eigentlich in die falsche Richtung gesegelt waren, entdeckten sie Madeira und schufen so die Voraussetzung für noch weitere Reisen. Auf der Insel gab es das, was für eine lange Fahrt einfach unverzichtbar ist: Trinkwasser. Die Passatwolken regnen sich im Gebirge ab. Es fällt so viel Regen, dass in den Tälern eine üppige Vegetation sprießt. Die Insel schlug die Männer in ihren Bann. An der Küste gibt es Klippen, die in schwindelerregende Höhen aufragen. Im Inneren war das Eiland zwar wild und unwegsam, doch von atemberaubender Schönheit. Und es gab auch das, was man zum Schiffbau brauchte: Holz. Kein Wunder, dass schon 1425 die ersten portugiesischen Siedler nach Madeira kamen, nur wenige Jahre nach der Entdeckung. Alles, was die Bauern hier anpflanzten, gedieh, ob Zuckerrohr, Mais oder Weizen. Doch eine Frucht entwickelte sich so prächtig, dass sie Madeira in der ganzen Welt berühmt machte. Ricardo Freitas lebt von ihr. Der September ist für uns eine sehr arbeitsreiche Zeit, denn dann wird geerntet. Ich bin dann viel auf der Insel unterwegs, um mit den Winzern zu reden und um die Trauben zu begutachten. Es ist sehr wichtig, dass sie zur richtigen Zeit gepflückt werden. Das macht die Qualität des Weines aus. Ricardo Freitas leitet eine der größten Kellereien Madeiras. Er ist aber auch gelernter Historiker. Sein Studium kann er in seinem Beruf häufiger anwenden, als man meinen mag. Wein verkörpert im wahrsten Sinne des Wortes Geschichte. Die ersten Weinstöcke ließ Prinz Heinrich im 15. Jahrhundert anpflanzen. Schon im 17. Jahrhundert war die Winzerei das wichtigste Gewerbe auf der Insel. Das blieb so bis ins 19. Jahrhundert. Heute gibt es noch 7 Firmen, die Weine in alle Welt exportieren. There are 7 companies exporting wines all over the world. Ricardo Freitas starkes Interesse an der Geschichte Madeiras führt ihn häufig in die firmeneigene Bibliothek. When they arrived, they had big difficulties to get inside the island. Die Siedler hatten große Mühe, ins Innere der Insel zu gelangen, denn das Unterholz war sehr dicht. Doch sie erkannten auf einen Blick, dass es ein sehr fruchtbares Land war. Sie mussten sehr hart arbeiten, um Lichtungen für die Felder und Siedlungen zu schlagen. Die ersten Erfolge stellten sich bereits um 1440 ein. Die Wirtschaft der Insel wuchs und produzierte bald so viel, dass sie mit ihren Waren das Mutterland beliefern konnte. Doch das Unternehmen Madeira brachte den Portugiesen mehr als Holz und Wein ein. Ich glaube, dass die Kolonisierung von Madeira sehr wichtig war. Zum einen, weil sie die erste gelungene Landnahme durch Europäer war. Zum anderen, weil die Portugiesen aus ihren Erfahrungen lernen konnten. Das kam ihnen bei ihren späteren Eroberungen zugute. Es war sozusagen ein Testfall für Verwaltung, Justiz und Wirtschaft. Die Kreula hat wieder Kurs auf ihren Heimathafen genommen und Madeira verlassen. Eine Insel, die die Geschichte Portugals entscheidend beeinflussen sollte, denn sie war sozusagen ein Experiment, durch das wertvolle Erfahrung in der Kolonisierung eines Landes gewonnen wurde. Doch trotz dieses Erfolges war Prinz Heinrich seinem eigentlichen Ziel, das Kap Bojador zu passieren, nur ein kleines Stück näher gekommen. In den 30er Jahren des 15. Jahrhunderts wurde er ungeduldig und entschied sich, diese Aufgabe einem seiner besten Kapitäne anzuvertrauen. Der Chronist Gomes Janusz Surara schreibt: Nach 12 Jahren rüstete der Prinz erneut ein Schiff aus und stellte es unter das Kommando von Gil Janusz. Doch auch er folgte dem falschen Kurs, den so viele vor ihm genommen hatten. Er kam nicht weiter als bis zu den Kanarischen Inseln.
machte ein paar Gefangene und kehrte wieder ins Königreich zurück. Das war 1433. Bereits ein Jahr später war das gleiche Schiff erneut zum Auslaufen bereit. Der Prinz gab Gil Janisch nun den strikten Befehl, alles zu unternehmen, das Cap Bojador endlich zu passieren. Er mahnte, es gibt keine Gefahr, die so groß ist, dass das Risiko sich nicht lohnen würde. Mach dich sofort auf die Reise, denn wenn Gott dir gnädig ist, kannst du Ruhm und Reichtum ernten. Der Prinz war ein Mann mit großer Autorität. So wohlwollend er seine Ermahnungen auch aussprach, bei seinem ergebenen Diener Janisch hatten sie die erhoffte Wirkung. Es war das große Verdienst dieses Mannes, dass er sich nach den Worten seines Herrn entschloss, ihm nicht wieder unter die Augen zu treten, bevor er die Mission erfolgreich durchgeführt hatte. Heutzutage nehmen nur sehr wenige Schiffe Kurs auf Cap Bojador, denn es liegt in der vom Bürgerkrieg geschüttelten ehemaligen Kolonie Spanisch-Sahara, die heute zu Marokko gehört. Hinzu kommt, dass seine genaue geografische Lage in modernen Seekarten überhaupt nicht eingezeichnet ist. José Malhão Pereira, ein pensionierter Offizier der portugiesischen Marine, ist ganz versessen darauf, diesen historischen Ort zu finden. Er schreibt an einer Doktorarbeit, die frühe Phase der Entdeckungen zum Thema hat. Der Forscher hat sich auf der englischen Yacht Lady Maria Elizabeth eingeschifft, das auf dem Weg nach Dakar ist. Der Kurs soll das Schiff direkt am Kap vorbeiführen. Als Bojador in Sicht kommt, ist José Malhão Pereira sofort an Deck. I'm here and I feel that I'm doing a thing that was for me a dream. Ich erfülle mir einen Traum. Es ist für mich sehr wichtig, an diesem Ort zu sein, denn auch die Erfahrung der Entdecker war doch, dass man sich mit eigenen Augen an Ort und Stelle von der Wahrheit überzeugen musste. Bojador war nicht viel mehr als nur ein Mythos. So einfach die Vorbeifahrt am Kap heute auch erscheinen mag, damals war sie eine große Leistung. Denn Bojador galt als das Tor ins große Nichts. Man glaubte, dass starke Strömungen eine Rückkehr unmöglich machten. Gigantische Wellen reißen Schiffe in die Tiefe und Monster bewachen den Toreingang, so hieß es. Als Gil Janisch und seine Männer ängstlich das Kap passierten, stellten sie fest, dass die Chronisten falschen Informationen aufgesessen waren. Schon ein Jahr später schickte Prinz Heinrich seinen erfolgreichen Kapitän erneut auf die Reise und wieder machte er eine bedeutsame Entdeckung. Etwa 150 Meilen südlich von Bojador fanden seine Männer Fußspuren im Wüstensand. Damit war auch die Legende, dass es südlich des Kaps keine Menschen gibt, endgültig zerstört. Wenn es möglich wäre, mit einem der Einwohner zu reden, dann könnte Portugal vom Wissen über das neu entdeckte Land profitieren. Der Prinz befahl seinen Kapitänen, einen der Eingeborenen gefangen zu nehmen. Doch das Unternehmen war schwierig. Die wenigen Menschen, die Männer überhaupt entdeckten, konnten jedes Mal rechtzeitig entkommen. Reise für Reise blieb erfolglos. Doch im Jahre 1441 wendete sich das Blatt. Es ist wohl angebracht, dass ich in der Schilderung der folgenden Ereignisse meine Zufriedenheit darüber zum Ausdruck bringe, dass es dem Prinzen doch noch gelang, seinen Plan in die Tat umzusetzen. Es ergab sich, dass Heinrich 1441 wieder ein Schiff ausrüstete und seinen jungen Kämmerer Antão Gonçalves zum Kapitän ernannte. Der Prinz gab ihm zwar den gleichen Befehl wie den Kapitänen zuvor, doch wegen der Unerfahrenheit seines jungen Kommandanten war seine Order weniger genau und energisch. Vielleicht glaubte er in seinem tiefsten Inneren auch gar nicht mehr an einen Erfolg. Kaum war er am Ziel der Reise angekommen, ließ Gonçalves seine Männer antreten und stachelte sie an. Ist es nicht eine großartige Aufgabe, dass gerade wir mit einem Quäntchen Glück unserem Prinzen den ersten Gefangenen bringen dürfen? Noch am gleichen Abend suchte er die kräftigsten Männer für das gefährliche Unternehmen aus. 3 Meilen waren die Späher schon ins Landesinnere vorgedrungen, da stießen sie auf Fußabdrücke von Männern und Jugendlichen, etwa 40 bis 50 Menschen. Doch zu ihrem Leidwesen führten die Spuren immer weiter in die Wüste hinein.
Sie waren schon auf dem Rückweg zum Strand, als sie am folgenden Morgen einen Mann sahen, der hinter einem Kamel herging. Obwohl er allein war, versuchte sich der Fremde gegen die Übermacht zu verteidigen. Doch schließlich wurde er von einem Speer verwundet. Das setzte ihn außer Gefecht. Er ließ die Arme sinken und gab sich geschlagen. Die Lady Maria Elizabeth passiert gerade die Mündung des Rio de Oro, der Ort, der Antão Gonçalves Ruhm und Ehre brachte. Schon bald wurden weitere Gefangene gemacht, darunter auch einige Häuptlinge. Sie wurden nach Portugal gebracht, um so an Informationen über das unbekannte Land zu kommen. Doch auch mit eigener Kraft sammelten die Seefahrer so viele Informationen, wie sie konnten, kartierten und beschrieben jede Landzunge und jede Insel, die sie auf ihrem Weg sahen. So entstanden die sogenannten Portulane, die ersten exakten Küstenkarten mit Entfernungsangaben. Auch der Galeerenfels, ein winziges Eiland vor Westsahara, war ein wichtiges Seezeichen. Und alles Neuentdeckte bekam sofort einen Namen. Eine Halbinsel aus Kalkstein wurde Cabo Branco getauft, das Weiße Kap. Die starke Brandung vor seiner Küste wurde ebenso detailliert beschrieben wie die Windverhältnisse und die Meeresströmungen. In einer Zeit, in der die Schiffe allein durch die Kraft des Windes vorangetrieben wurden, war höchste Präzision lebenswichtig. Die Genauigkeit, mit der jedes Detail festgehalten wurde, zeigt aber auch, dass Portugal sein Wissen auf dem Gebiet der Seefahrt systematisch ausbaute. Die nautischen Kenntnisse der Kapitäne hatten bald höchstes Niveau erreicht. Ich benutze den Quadranten, um festzustellen, wie hoch der Polarstern über dem Horizont steht. Schon im Mittelalter ermittelte man so seine Position. Heute bestimmen wir den Längengrad. The sailors, when they come south, they materialized that it was very difficult to overcome the permanent northeast wind. Als die Seefahrer weiter nach Süden vorstießen, stellten sie bald fest, dass es sehr schwer war, gegen den vorherrschenden Nordostwind zu kreuzen. Sie erkannten, dass sie nicht unter Land segeln konnten, sondern weit auf das Meer hinausfahren mussten. Dazu war es überlebenswichtig, immer genau zu wissen, wo sie sich befanden. Und so entwickelte sich langsam die große Kunst der Navigation. When the great navigation begins. Die Entwicklung von nautischen Geräten und Techniken ist eine der großen portugiesischen Leistungen. Doch dieses Verdienst wird von einem dunklen Kapitel in der Entdeckungsgeschichte überschattet. Mitte der 40er Jahre des 15. Jahrhunderts wurden die ersten Handelsschiffe nach Nordwestafrika geschickt. Es gab in diesem kargen Teil der Welt nicht viel zu holen, bis auf eine hochbezahlte Ware: Menschen. Auf dass meine Tränen, die ich aus Kummer vergoss, nicht mein Gewissen ertränken. Welches Herz kann so hart sein, dass es nicht beim Anblick dieses Häufchens Elend bewegt wird? Einige hielten ihre Köpfe gesenkt, ihre Gesichter waren überströmt von Tränen, andere seufzten voller Kummer und schauten flehend in den Himmel. Dann trafen die ein, die den Befehl hatten, die Gefangenen in Gruppen einzuteilen. Nun wurde das Leid fast unerträglich, denn sie begannen, Familienangehörige voneinander zu trennen. Väter von ihren Söhnen, Männer von ihren Frauen, Brüder von Brüdern. War das überhaupt ohne Anwendung brutalster Gewalt möglich? Kaum versuchten die Soldaten, die Menschen voneinander zu trennen, umklammerten die Mütter ihre Kinder und weigerten sich, sie herzugeben. Je mehr Gefangene die Männer machten, desto brutaler wurden sie. 1448 brachte man 927 Sklaven nach Portugal, eine geradezu verschwindend kleine Zahl, wenn man sie mit der aus späterer Zeit vergleicht. Doch jenes Jahr markiert den Eintritt der Europäer in den lukrativen Handel mit Sklaven, die hauptsächlich an reiche Araber verkauft wurden. So traurig dieses Kapitel im Rückblick auch ist, aus damaliger Sicht war das Unternehmen ein voller Erfolg. Etwa 50 Schiffe waren ständig unterwegs. Nach und nach dehnten die besten Kapitäne ihre Reisen immer weiter nach Süden aus. 1444 war bereits die Mündung des Senegalflusses erreicht. Kap Verde, Afrikas westlichster Vorposten, ein Jahr später. Damit war Schwarzafrika entdeckt.
Hier gab es viel mehr Menschen als im trockenen Nordafrika und deshalb beste Voraussetzungen zur Errichtung von Handelsposten. Nun brauchte man nicht nur gute Nautiker, sondern mutige Männer, die sich weit ins Inland vorwagten, um dort mit den Einwohnern Kontakt aufzunehmen. Zu den ersten Händlern, die Westafrika bereisten, zählt der Venezianer Alvise da Cadamosto, der 1450 nach Senegal kam. Seine ausführlichen Beschreibungen eines Dorfes und seines Häuptlings am Ufer des Senegalflusses waren der erste Augenzeugenbericht eines Europäers aus Westafrika. Als erstes fand ich heraus, dass es zwar Herrscher gibt, doch die leben nicht in Burgen oder prächtigen Städten. Die Könige solcher Reiche gebieten nur über Dörfer aus Grashütten. Diese Männer sind zwar keine Herren im üblichen Sinn, denn sie besitzen keine Schätze oder Geld, aber in der Art, wie man ihnen huldigt und in der Zahl ihrer Gefolgschaft, sind sie es schon. Weder Mais, Roggen, Gerste noch Wein wächst in diesen Königreichen, weder dort noch in irgendeiner anderen Region im Land der Schwarzen. Denn es ist sehr heiß und 9 Monate des Jahres fällt kein Tropfen Regen. Die Feldarbeit verläuft folgendermaßen. 4 oder 5 Männer gehen mit ihren Spaten auf eine Position und werfen die Erde beim Vorangehen Stück für Stück vor sich her. Eine Methode, die sich von der unserer Bauern völlig unterscheidet. Sie graben auch nicht tiefer als etwa 10 Zentimeter. Das ist ihre Art von Ackerbau. Außer Kühen und Ziegen gibt es keine anderen Haustiere. Die Rinder Schwarzafrikas sind sehr viel kleiner als unsere Rassen. Ich glaube, das hängt mit der Hitze zusammen. Cadamosto beschrieb auch die wilden Tiere. Er wusste, dass seine Leser das begierig aufsaugen würden. Wilde Bestien wie Löwen und Leoparden durchstreifen das Gebiet in großer Zahl. Auch wilde Elefanten. Diese Tiere leben in Herden zusammen, genauso wie unsere Wildschweine. Ich bekam heraus, dass es auch Giraffen gibt und andere Tiere von sonderlichster Gestalt. Man sagt, dass es in manchen Teilen des Landes riesige Armeen weißer Ameisen gibt, die Burgen aus Sand bauen, den sie in ihrem Maul transportieren. Von diesen Gebäuden errichten sie 100 bis 150 dicht nebeneinander, als seien es Städte. Auf seiner ersten Reise nach Afrika drang Cadamosto bis zum Gambia-Fluss vor. Dieser majestätische Strom war sehr berüchtigt, denn zahlreiche Seefahrer waren dort bereits von feindlich gesonnenen Stämmen getötet worden. Auch das Schiff des Venezianers wurde von Kriegsbooten angegriffen und so blieb ihm nichts anderes übrig, als seine Reise abzubrechen und nach Portugal zurückzukehren. Südlich des Gambia-Flusses liegt Casamance. Eine Landschaft, die Alvise da Cadamosto auf seiner zweiten Afrika-Reise erforschte. Die ersten Europäer kamen dort 1446 an. Die Einheimischen waren den Fremden gegenüber feindlich gesonnen. Auch das Klima war unerträglich. Das erklärt, warum sie sich dort nicht niederließen. Es dauerte etwa 100 Jahre, bis die Gegend als so sicher galt, dass man es wagen konnte, eine Handelsstation zu gründen. Doch ganz ohne militärischen Schutz ging es nicht. Deshalb errichteten die Portugiesen am Ufer des Cacheu-Flusses im heutigen Guinea-Bissau eine Festung. Die geringen Ausmaße der Anlage haben den Historiker Leonardo Cardoso neugierig gemacht. Ich habe das vorvermessen. Es ist etwa 18 Meter lang und 18 Meter breit. Bei dieser Größe ist eine Ausgrabung hilfreich, um herauszufinden, welche Funktion das Bauwerk hatte. Wenn es ausschließlich zu militärischen Zwecken errichtet wurde, stoßen wir auf Teile von Gewehren und Kugeln. Wenn es dagegen dem Warenumschlag diente, müssten wir Überreste von Gütern finden, die hier gehandelt wurden.
Es geht um mehr als nur darum, Gewehrkugeln und Handelsgüter ans Tageslicht zu befördern. Dr. Cardoso glaubt, dass eine Ausgrabung viel zum Verständnis eines wichtigen Abschnittes der Geschichte seines Landes beitragen könnte. Ich glaube, dass eine Ausgrabung deshalb wichtig ist, weil sie viel zu unserem Selbstverständnis beitragen und uns vielleicht sogar bei der Lösung von Problemen helfen könnte. Entwicklungsländer wie Guinea-Bissau, die über Jahrhunderte Kolonie waren, haben nicht nur wirtschaftliche Probleme, sondern Schwierigkeiten mit ihrer eigenen Identität. Auf der einen Seite brachte die Ankunft der Europäer Neuerungen. Die Einheimischen konnten eine fremde Kultur kennenlernen, eine andere Art zu denken und zu leben. Doch auf der anderen Seite zerstörte das ihr ursprüngliches Wesen. Die Folge der Begegnung war die Entwicklung einer anderen Kultur, die Elemente aus beiden Welten miteinander verband. Noch heute ist in der Hauptstadt Bissau die jahrhundertealte portugiesische Geschichte auf Schritt und Tritt zu spüren, auch wenn die stummen Zeugen unter der Hitze langsam zu Staub zerfallen. Die Moderne hält Einzug. Schon gibt es in der City Bürohäuser. Doch noch arbeiten die meisten Menschen direkt an ihrem Wohnort in kleinen Handwerksbetrieben. In den Vororten und kleinen Städten geht das Leben auch heute noch einen langsamen Gang. Hier ist Schwarzafrika. Eine bunte, fröhliche Welt, wie wir sie aus alten Reiseberichten kennen. Auch wenn fast 500 Jahre lang fremde Herren das Sagen hatten, das typisch Afrikanische überlebte. Lange Zeit sah es wegen der scheinbaren Überlegenheit der europäischen Kultur so aus, als sei die eigene Identität verloren gegangen. Doch nun bestimmen die Völker Afrikas wieder ihren eigenen Weg und in den Schulen lernen die Kinder wieder die alten Bräuche. Die Zukunft der afrikanischen Kulturen hängt davon ab, ob es ihnen gelingt, das Trauma der Unterwerfung durch die Europäer zu überwinden und sich auf die alten Werte zu besinnen. Es gibt aber noch Orte, wo die Traditionen ungebrochen sind. Doch dazu muss man die eingetretenen Pfade verlassen. Die Reise beginnt im kleinen Hafen von Bissau. Von hier laufen die Fähren aus, die das Festland mit Westafrikas größtem Archipel verbindet, den Bijago-Inseln. Die Sambuja ist der Zubringer für die entferntesten Eilande. Hunderte von Menschen drängen sich an Bord. Endlich hat die Fähre Kurs auf die Bijagos genommen, eine Reise, die schon Alvise da Cadamosto unternahm. Er kam etwa 1450 bei der heutigen Hauptstadt Bissau an. Wie es seinem Naturell entsprach, war er versessen darauf, neue Gebiete zu erforschen. Doch eine Verständigung mit den Einheimischen war nicht möglich, denn hier sprach man keine der Sprachen, die der Kaufmann kannte. Da sich Cadamosto hauptsächlich für die Menschen selbst interessierte und er nur wenig erfahren konnte, beschloss er umzukehren. Auf seiner Heimreise segelte er als erster Europäer quer durch die Bijagos. Er schreibt, dass die Inseln sehr flach und mit wunderschönen Bäumen bestanden sind. Viel hat sich seit jenen Tagen nicht geändert, denn der Archipel ist bis heute nur schwer zu erreichen. Auf einigen wenigen Inseln ist ab und zu ein weißer Besucher zu sehen. Ansonsten sind die Einheimischen hier noch unter sich.
Viele Eilande haben noch nicht einmal eine Pier, an der man anlegen kann. Fischerboote sind dort das einzige Verkehrsmittel. Eine Reise in diese abgelegene Welt lässt erahnen, wie schwer es die Seefahrer vor 500 Jahren hatten. Die Sambuja schlängelt sich noch immer durch den Archipel, so wie vor über 500 Jahren Alvise de Cadamosto mit seinem Schiff. Selbst in diesem abgelegenen Winkel der Welt versuchten die Portugiesen, einen Handelsposten zu errichten. Doch das Vorhaben scheiterte. Und so blieben die Bijagos von europäischen Einflüssen unberührt, von einer Welle der Veränderungen, die mehr und mehr nach Süden schwappte. Denn die Portugiesen dehnten ihr Reich immer weiter aus. Alvise de Cadamosto kehrte nie wieder nach Westafrika zurück. Er schloss sein Buch mit einem Bericht einer Reise entlang der afrikanischen Küste. Er beschreibt, wie das Schiff nach Süden segelt, immer der Mittagssonne entgegen. Sie setzten ihre Reise entlang der Küste fort, bis sie die Mündung eines großen Flusses erreichten. Von dort kamen sie an einen Ort, den sie Kap Verga nannten. Die ganze Küste ist gebirgig, allerdings nicht von großer Höhe. Unter Land segelten sie etwa weitere 80 Meilen, da entdeckten sie ein zweites Kap, das nach Meinung aller an Bord das stattlichste Naturmonument war, das sie jemals gesehen hatten. Sie nannten es Kap Sagres, nach einer Festung, die Prinz Heinrich in Portugal hatte bauen lassen. Als die Männer diese Entdeckung machten, lebte Prinz Heinrich nicht mehr. Er starb am 13. November 1460 im Alter von 66 Jahren. In der Kirche von Bataya wurde er an der Seite seiner Familie bestattet. Prinz Heinrich legte das Fundament für Portugals spätere Stellung als Kolonialmacht.